Ja, das hier ist das Frühstück von meinem Freund Peter Peters. Das bestellt er immer bei mir. Dann geht er zum Bäcker, holt sich ein Körnerbrötchen, legt den Knochen dazwischen und nagt eine Woche daran rum. Blau und weiß, wie lieb ich. Hallo, ich bin Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Schalke. Und wir haben am Wochenende 2:1 gegen Gladbach gewonnen. Das heißt, die Stimmung auch hier bei mir im Laden in Rheda Wiedenbrück ist gut. Das ist die Belegschaft. So Leute, ihr steht genauso rum wie das Mittelfeld beim FC Schalke. An die Arbeit, Jungs! Genau an dieser Stelle, wo dieses leckere Stück Nacken liegt, hatte ich am Wochenende ein Treffen mit Christian Heidel und Horst Held. Das ist ungefähr so, als wenn man sich mit der Freundin und der Noch-Ehefrau trifft. Und da haben wir beschlossen, dass im nächsten Jahr Fred Rütten wieder Trainer wird auf Schalke, zusammen mit einem Co-Trainer Helmut Schulte und einem Sportdirektor Felix Magath. Jetzt werden sich natürlich viele Schalker-Fans fragen, was soll der Quatsch? Aber schon in der Mathematik habe ich gelernt, Minus und Minus gibt Plus. Außerdem haben wir uns für den FC Schalke einen Marketing-Gag überlegt. Oder besser gesagt, wir haben ihn beim HSV geklaut. Es gibt nämlich beim FC Schalke ab der nächsten Saison eine Bundesliga-Uhr. Und deswegen ist es die Aufgabe vom Trainer, dafür zu sorgen, dass sie möglichst aufhört zu ticken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Apropos Minus, auch Horst Held und André Breitenreiter bleiben dem FC Schalke erhalten. Der Horst wird neuer Hausmeister in der Glückaufkampfbahn. Und André Breitenreiter wird, ja, das wird schwierig. Zurück zur Bundesliga. Bayern München gewinnt 1:0 gegen den 1. FC Köln. Aber ganz ehrlich, seit dem Juve-Spiel bin ich mir sicher, im Notfall gibt es den Bayern-Dusel auch auf Rezept. Hannover 96 verliert und steht mit einem Bein in der zweiten Liga. Und so wie die spielen, zeigen die mit dem rechten Arm auch schon Richtung dritte Liga. Klaas-Jan, eine Stunde musst du noch. Ja, wir haben uns beim FC Schalke die Eistonne gespart. Stattdessen kommen die Spieler zum Abkühlen der Muskulatur hier zu mir nach Rheda Wiedenbrück ins Kühlhaus. Ja, es werden immer Witze gemacht über den FC Schalke, aber für mich ist es und bleibt es der geilste Club der Welt. Wir sind mit dem FC Schalke auf einem guten Weg in die Champions League, tabellenmäßig alles in Ordnung. Und Gelsenkirchen ist auch eine geile Stadt. Wir haben in Gelsenkirchen zum Beispiel die Zoom-Erlebniswelt, das ist die Serengeti des Ruhrgebiets. Und in Gelsenkirchen wird auch heute noch Kohle abgebaut, früher unter Tage und inzwischen auf dem Konto vom FC Schalke. Und jetzt singe ich zum Abschluss noch ein kleines Liedchen. Blau und weiß, wie lieb ich dich. Schwarz und gelb, das brauchst du nicht. Ja, hier wird gearbeitet. Das war unser Tönnies aus dieser Woche. Und die Frage, liebe Schalker und auch alle anderen, kommt der FC Schalke am Ende der Saison in die Champions League? Schreibt es in die Kommentare. Weitere Clips mit mir und anderen Verrückten, die gibt es hier oben. Und für alle Mobilgucker haben wir hier oben die Infocard. Draufklicken und Spaß haben. Das ist ein Befehl.